So, ich wurde schon öfter mal gefragt, wie generell momentan mein Equipment ausschaut, wie viel Attack das ich habe, wie viel Damage das ich mache und so weiter. Ja, also hier mal ein kurzes Update. Es steht momentan Angel Rank 83, Legend Score 102k. Von dem her würde ich mal sagen, so, ich bin jetzt momentan so an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin jetzt relativ weit vorne, oder, naja, nicht weit vorne, aber relativ weit oben zumindest. Und das Ganze geht eigentlich momentan ganz gut voran. Okay, kommen wir zum Equipment. Ich habe hier einen Angelic Behanuckle. 8 Sockel momentan drin. Geht definitiv besser, aber 1000 Tries, da habe ich gerade nicht direkt Lust drauf. Und ich weiß persönlich auch nicht genau, ob ich nicht lieber dann zuerst mal den auf Bloodbane mache oder bin ich mir noch nicht ganz sicher. Muss ich mal schauen. Ich meine, Bloodbane ist natürlich sauteuer, dauert ewig. Aber halt 1000 Tries für 7 Int ist halt, ich weiß nicht so recht. Genau, Erweckung hier ist relativ schlicht. Ich habe den sogar noch auf Int plus 4 gebracht. Also hier oben unter der Attack, unter der prozentualen Attack. Was ziemlich lucky ist. Angel's Blessing haben momentan 38, 13 STA drauf. Ja, geht besser. Muss ich mal schauen. Ich sehe das auch hier. Meine Ores und Moons sind immer ziemlich knapp. Deswegen mal schauen, wenn ich damit drauf Lust habe und vor allem dann genug Ores und Moons habe. Ja, Ulti-Sockel muss man nicht so viel dazu sagen. 6% Lifesteal für Kolosseum. Ich habe noch Cast-Time reingesockelt, sehe ich gerade. Also den Ulti-Sockel. In den Monster-Card-Sockel. Das wusste ich gar nicht mehr. Muss man irgendwie raus. Das sollte mal raus langsam. Gut, und 1% Cast geht auf alle Fälle ein bisschen mehr. Muss ich mal schauen, dass ich ihn gut umsetzen kann. Ja, Schild, 7 Sockel drin. Da kommt der 8. Sockel auf alle Fälle immer noch rein. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich einen Bloodbane-Schild gibt. Für Dingens hier, für Buildposter. Eventuell schon, aber ich glaube nicht. Aber sicher bin ich mir gerade auch nicht. Mal kurz schon nachschauen. Schild. Na, was muss ich schauen? Ach, hey, warte mal, wie? Was? Man kriegt beides? Oder wie? Oder was? Wow, lol. Okay. Holy shit, das ist krass. 2, 4, 6, 7. Also gut, 6 Waffen brauchst du. 600 Perien, mindestens. Mindestens. Ja, das ist nicht wenig. Und diesen Construction-Ding oder nochmal einen Blood-Soaked Creation Stone. Okay, gut, natürlich, ich sehe gerade, okay, das Ding bringt halt SCR, was es nicht so cool ist. Aber, an nee, warte mal, das ist so ein Nackel, der bringt SCR und das Schild bringt auch SCR. Aber gut, okay, das Schild bringt zumindest mal noch hier Attack. Bis zu 10%, was richtig cool ist, und auch noch ein bisschen HP. Ansonsten. Gut, ich meine, hier kann man 17% rausholen. Ja, ich meine, lohnt sich das halt, da muss man halt sich überlegen. Aber wenn man beides bekommt, dann ist es natürlich super, dann ist es natürlich ziemlich nice. Ich glaube, es war damals immer noch nicht so. Aber ich kann mich auch irren. Ne, warte mal, hier gibt es das Ganze auch, oder? Hier gibt es das Ganze auch nochmal. Man muss dazu sagen, man verliert 7% HP und 40 Int tauscht man für 10% Attack. Ob das Ganze dann sich wirklich so lohnt, muss ich dann mal zeigen. Aber ja, weiß nicht. Ich weiß es halt auch nicht generell oder nicht genau. Aber warte mal hier, lol. Hier gibt es ein Schild mit STA und Int. Wahrscheinlich wäre auch dann das die bessere Option. Bringt auch ein bisschen mehr HP. Weil ich meine 50 Int versus 10% Attack. Na, weiß nicht so recht. Okay, back to topic. Dieses Schild hier mit 7 STA, 35 Int Awake. 7 Sockel drin, nicht besonders. Hier 39 Int auf dem Helm, auch nichts Besonderes. Auf die Suit bin ich sogar ein bisschen stolz. 38 Int und 28 STA erweckt. Und 80 Attack noch mit drauf. Solange ich noch kein 150er Set habe, ist es natürlich mega die Erweckung. Hier Gaunt sind 14, 18% Cast Time und 20 Attack. Und Boots 9, 11, 15, 14% Speed. Ups.
Ja, 14%, keine Ahnung. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Ist halt ein bisschen crappy. So, aber naja, okay. Umhang hier, Dark Devils Cloak of Magic. Das Ding ist richtig nice, habe ihn ungefähr so 15k Damage gebracht oder so. Sieben End drauf, weg, das ist klar. Hier habe ich Iron Mask auf der Vice Dragon King genommen, wegen Cast Time und Attack. Was meiner Meinung nach am meisten bringt. Und All Stats 5 HP ist klar. All Stats einfach wegen den 5 Intern. Und ja, halt hier einfach irgendein Bullshit CS. Hier halt nochmal irgendwie. Ja, so plus 11 bis plus 19 halt irgendwie diese Ringe hier. Also die Ringe selbst natürlich plus 19 ist klar. Die werden auch noch bald auf plus 30 gemacht. Genau, hier mal Pet, 22 Int. Das wird auch nochmal hier auf Angelic gemacht. Erweckung, ja, 25 plus wäre cool, aber würde ich jetzt exakt nicht mal neu erwecken. Kann halt, oder geht halt meistens irgendwie schief. Genau, Beats. Ja, schau mich einfach mal drauf. Angelic Cast, Angelic PvE Beat und Angelic Damage Beat habe ich drauf. Speed ist klar, HP, ein Level 3er Beat mit den 2% Attack und halt noch ein anderes Attack Beat. Und Speed halt, wie gesagt, habe ich schon erwähnt. Genau, Attack komme ich auf ungefähr 15,8, beziehungsweise normalerweise sogar mehr. Ich habe meinen Ringmaster offline geschickt, was gar nicht mal so intelligent war, wegen Treue-Buffs. Macht mich einiges aus. Möbel kann ich mal kurz zeigen. Also Int hier 1223 momentan. Da geht auf alle Fälle noch mehr, aber 1228 zum Beispiel, Kappa. Und HP-mäßig 56k, wie gesagt. Ich meine, ich sehe sich jetzt 202 STR. Ist natürlich komplett Overkill und ich habe natürlich hier massige STR-Airbags drauf. Aber wie gesagt, das hängt natürlich jetzt auch alles mit dem Colo zusammen und ja, momentan fahre ich bis Stufe 7, also einschließlich Stufe 7. Stufe 8 habe ich nicht probiert, aber ist mir ein bisschen zu heiß das Ganze. Genau, 16,3k Attack, ist ganz nice. Blockrate, Hellseher quasi nicht vorhanden. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Hier Möbel. Genau, hier das Donate-Möbel ist natürlich wichtig. Kein Boden übrigens bisher. Und hier nochmal 12 All-Stats, ist natürlich auch mega krass. Ja, das ist im Prinzip. Und kann gerne mal eure Meinung schreiben zum Equipment. Wie gesagt, ist natürlich jetzt noch nichts Besonderes. Knuckle, ja, die Wirkung hier ist natürlich noch ein bisschen crappy. Und es ist alles noch recht am Anfangsstadium. Und ja, ich meine Schaden. 260k AOE, glaube ich, sind es. Mal kurz schon mal Paddy suchen da. Irgendwas fehlt scheinbar. Fragt sie nur was? 250k mache ich momentan. Vielleicht irgendein Buff, den ich vorher hatte und jetzt nicht mehr habe oder so. Ne, hier habe ich 5% Attack. Keine Ahnung. Scheinbar war vielleicht diese 5% PvE-Buff war vorher noch an oder so. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Irgendwas ist scheinbar aus. Okay, genau. Im Prinzip ist eigentlich das schon alles. Wie gesagt, das ist das ganze Equipment. Ihr könnt mal gerne in den Kommentar schreiben, wie es hier funktioniert mit diesen Dingen sind da, mit diesen Schildern. Ob man hier wirklich Schild und Ding bekommt. Es also ist gerade irgendwie voll verwirrend, warte mal. Ich meine, man kann sich hier theoretisch ein Schild machen. Also nur ein Schild. Aber hier würde man dann irgendwie, glaube ich, beides bekommen oder was? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ah ja, da bekommt man auch zwei Äxte, sehe ich gerade. Alter, wie niedrig das die Effekte sind, das ist irgendwie voll krass. Okay. Das heißt, wir müssten. Oh shit, ey, wir müssten halt dann theoretisch. Wir müssten das Ding dann nochmal extra dann farmen. Das heißt, wir bräuchten dann zwei Stones. Ich meine, der Rest ist egal. Shield Construction Plan ist wahrscheinlich relativ egal. Wahrscheinlich kostet fast nichts. Hier zwei Schilde sind eigentlich auch Wayne. Ja, dann hätten wir halt das Ding schon mal auf alle Fälle. Ich meine, wie gesagt, 50 End gegen 10% Attack. Ich denke mal, das sollte so
solltest du plus minus aufs Gleiche rauskommen, aber halt bis zu 150 STI ist natürlich mega krass und auch die HP halt bis 22%. Ja, weil ich meine, wenn ich jetzt gerade mal so überlege. Achso, ja, das Buch hätte ich eigentlich ganz gern, wenn ich ehrlich bin, so, würde mir gefallen. weil ich meine, hier SCR bringt mir gar nichts, Attack schön und gut und HP ist halt gerade mal die Hälfte. Das ist halt nicht so geil, finde ich. Und ich meine, Knuckle halt dann selbst, der bringt jetzt auch nicht irgendwie was in der Richtung. Was bringt der 25% Attack? Der bringt auch 25%. Ich meine, die Frage ist halt, lohnt sich das überhaupt? Was meinten ihr eigentlich? Hier könnte ich sogar theoretisch 26% haben. Ja gut, ich meine, Waffenattack und so ist natürlich dann. Wie schaut das Ding hier aus? Okay, Angel League, Bloodbend, Knuckle. Ja gut, aber ich meine, da ist überhaupt kein Unterschied, oder? Da ist immer echt überhaupt kein Unterschied. Ich meine, die Waffenattack ist ja komplett gleich. Bloodbend, Knuckle? Ultimate? Hä, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann war es eigentlich früher so, dass die, sag schon, dass die Waffenattack mit Bloodbend halt übertrieben angestiegen ist. Oder verwechsel ich es gerade mit Angel League? Kann natürlich auch sein. Bin mir nicht sicher. Weil ich meine, schau mal her. Das ist halt eigentlich jetzt schon. Ich glaube, ich verzichte drauf. Weil ich meine, jetzt mal wirklich im Ernst, was habe ich da? Ich hab gar nichts davon eigentlich. Also ich meine, ich hab halt nichts davon. Okay. Ja, klar, im Prinzip war es eigentlich dumm. Das heißt, ich brauche eigentlich nur einen Stone und einen Plan. Und ich bin eigentlich dann schon fertig mit meinem Equipment. Also 150 Set natürlich noch. Alter, das ist ja mega billig. Ich brauch keine Bloodbane-Waffe. Ich brauche nur ein Schild, welches mich ungefähr 500 bis 600 Pering kostet. Also hier Plan und Stone. 500 bis 600 Pering. 150er Set. Kann man sich ja selbst zusammenfarmen. Dauert halt ein gutes Stück. Ansonsten wäre es, glaube ich, auch 300 Pering, 400 Pering wert. Schmuck brauchst du ja auch keinen. Alter, das ist die neue Pennerklasse. Int Auebel Poster. Jo, das ist die absolute Pennerklasse. Ich meine, das ist ja billig wie sonst was. Das heißt, ich bin bald durch eigentlich. Wie gesagt, ich mein Schild. Könnte ich drauf sparen. Gut, CS hier ist natürlich noch klar, aber krass, ich bin gerade geflasht. Ja, gut, danke fürs Zuschauen auf alle Fälle, und bis zum nächsten Mal.